Ja, herzlichen Dank, Ali Pascha, dass wir heute hier sein dürfen. Unser Logo ist irgendwie so ein bisschen kaputt gegangen. Vielleicht sage ich erst noch mal ein bisschen was zu uns dreien. Thomas Becher und Gernot Overbeck, meine Wenigkeit. Wir haben Fintura gegründet im April letzten Jahres. Der Ruben, unser Chef-Backend-Entwickler, vertritt heute die IT. Wir hatten uns gedacht, dass wir heute ein bisschen am Anfang erzählen zur Strategie. Dann der Ruben ein bisschen was erzählt zur Technologie, weil wir eigentlich gedacht haben, dass auch eine ganze Menge IT-Leute hier sind. Das weiß ich jetzt nicht. Wer kommt denn heute direkt aus der IT? Ja, also da haben wir dann doch ein paar, die auch gerne mal schauen, wie wir IT-mäßig unterwegs sind. Und der Thomas gibt ganz zum Abschluss einen schnellen Einblick in unser Produkt, was sich, glaube ich, ganz kurz und einfach darstellen lässt. So, was ist Fintura? Fintura ist ganz einfach. Das ist ein Vergleichsportal für Investitionskredite. Wenn man sich heutzutage den Mittelstand anguckt, Mittelstand haben wir heute schon gehört, das sind die 3,5 Millionen Unternehmen, die es dort so gibt, im Wesentlichen mit einem Umsatzvolumen unter 10 Millionen Euro. Davon ist der größte Teil der Unternehmen sogar mit einem Umsatzvolumen unter 1 Million Euro unterwegs. Das denken die über Investitionskredite. Die denken, das ist total aufwendig. Das dauert 4 bis 6 Wochen, einen neuen Investitionskredit zu bekommen. Ich bin eigentlich im Wesentlichen abhängig auch noch von meiner Hausbank. Das ist für deutsche Verhältnisse eigentlich auch relativ teuer. Es gibt viele, die wir jetzt sehen, die bezahlen noch Zinsraten von 7 bis 9%. Und das ist vor allen Dingen total intransparent, weil ich weiß im Augenblick eigentlich im Wesentlichen nur, was muss ich meine Hausbank bezahlen und nicht, was würde ich denn bei einem Konkurrenzunternehmen bezahlen, weil es viel zu aufwendig ist, dorthin zu gehen. So, wie stellen wir uns die Welt vor? Das soll schnell sein, das soll günstig sein und das soll transparent sein. Schnell heißt, man bekommt einen Vergleich der Konditionen aller an unser Portal angeschlossenen Banken innerhalb von 15 Minuten und zwar risikoadjustiert und bekommt die Zusage zum Kredit innerhalb von 72 Stunden. Und Zusage meint dann Zusage und nicht, wie wir das auf den Peer-to-Peer-Lending-Plattformen sehen, dass das die Zusage darüber ist, dass man seinen Kredit dann auf der Lending-Plattform veröffentlichen kann. Wir machen das relativ günstig oder richtig günstig. In Zukunft wird das der beste Preis im Markt sein. Im Augenblick fangen wir an bei ja um die 2,6%. Eigentlich sind wir schon bei 1,2%. Wir haben mittlerweile die Zusage der APO-Bank, dass sie bei uns dazukommt. Und das Ganze soll transparent sein. Man bekommt nämlich einfach einen ganz einfachen Übersicht der Konditionen der Banken im Markt. Und das sieht ganz genau so aus. Wir haben die Banknamen jetzt nicht reingeschrieben, weil nämlich immer mal wieder eine andere Bank an erster Stelle steht. Der Kunde bekommt also so ganz einfach die Banken dargestellt, wählt sich die Bank aus und Thomas wird das gleich mal darstellen, wie das Ganze funktioniert. Jeder hier willkommen ist, kann auf unsere Plattform gehen, kann sich einen Einladungsschlüssel nehmen. Wir haben ja einen angeboten und kann das schon mal probieren. Wir sind im Augenblick im Großraum Stuttgart mit einem Piloten im Markt. Und wir wollen natürlich nicht nur beim Thema Kredit stehen bleiben, beim Thema Investitionskredit, sondern werden uns alle anderen Finanzierungsprodukte auch annehmen. Wir werden auch nicht im deutschen Markt bleiben, sondern wir werden internationalisieren und das, worauf wir eigentlich im Wesentlichen stolz sind, wir sprechen nicht nur darüber, was wir verdienen, sondern den Nutzen, den wir den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland stiften werden. Wir gehen davon aus, dass sich nach Fintura der Zinssatz um 1 Prozentpunkt senken wird. Das bedeutet deutschlandweit ein Wert für die gesamte Volkswirtschaft von 3,5 Milliarden Euro. Wir denken immer, dafür muss der Finanzminister schon ein bisschen was tun, um das auch hinzukriegen. Aber wir müssen das auch erstmal schaffen. So, jetzt gebe ich mal einen Ruben weiter, der erzählt ein bisschen was zur Technologie. Ja, danke schon mal. Ich wurde bereits vorgestellt vorhin. Ich bin der Lead Backend-Entwickler bei Fintura und ich wurde darum gebeten, auch mal einen ganz anderen Blick auf Startups und gerade eben die Technologie von Fintura nochmal zu geben. Als solches muss man sich vielleicht erstmal fragen, was ist denn eigentlich wichtig bei Startups, ja, bei Technologie? Worauf kommt es dabei an? Und ich denke, die Frage lässt sich als solches beantworten, dass wir uns schnell weiterentwickeln müssen. Wir müssen schnell auf neue Ereignisse eingehen können. Wir müssen neue Features implementieren, fix. Und das alles bei einer ziemlichen Kosteneffizienz. Mit dem kleinen Team, ohne aber auf Stabilität und Ähnliches zu verzichten.
klingt nach einer Mammutaufgabe. Und um das zu lösen, braucht man moderne Ansätze. Wir zum Beispiel nutzen, wie mittlerweile seit 2013, da kam eine Umfrage, dass agiles Entwickeln mittlerweile bei 84% aller Softwareunternehmen eben Standard ist. Und als solches orientieren wir uns auch am agilen Manifest, wobei die Aspekte, die hier aufgelistet sind, leider nicht ganz so schön eingerückt. Immer der erste Punkt ist eben der essentielle und der nachrangige ist darunter, wobei dieser natürlich nicht vollständig zu vernachlässigen ist. Ja, wie ich bereits gesagt habe, ist da einmal zum Beispiel die Geschwindigkeit, Flexibilität und was nutzt man dafür? Nun, gerade als Startup, man hat meistens nicht ganz so viel Finanzen zur Verfügung und da nutzt man zum Beispiel Open Source und wir wollen außerdem etwas nutzen bei einer modernen Technologie, die es einem erlaubt, auch nicht zum tausendsten Mal das Rad neu zu erfinden, sondern eben doch mal irgendwie auch auf bewährte Dinge zurückzugreifen. Wir nutzen eine recht leichtgewichtige Applikation, beziehungsweise die, wie mit dem Server sozusagen kommuniziert wird. Da haben wir eine RESTful API. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt sozusagen für die Nicht-Techniker ist, ist etwas schwierig, da im Detail darauf einzugehen. Wir haben im Frontend eine Model View Controller Abstraktion über AngularJS, was von Google hauptsächlich entwickelt wird. Da es erleichtert einem wesentlich die als solches die Trennung von dem Inhalt, von der Logik. Dann ist es wichtig, dass wir unsere Applikation testen und zwar so, dass wir eben eine Stabilität aufweisen. Als solches ist es ein Test-Driven Development, wo wir hingehen gerade. Man testet erst das neue Feature, beziehungsweise man schreibt als erstes den Test und entwickelt dann darauf die Software so, dass der Test nicht mehr fehlschlägt. Und dementsprechend hat man eine sehr hohe Testabdeckung. Man kann sicher gehen, dass es so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Und eine der wichtigsten Sachen ist auch da wiederum der Kostenaspekt, denn im Nachhinein ist es immer sehr kostenaufwendig, Fehler zu finden und zu reparieren. Dann müssen natürlich neue Features auch schnell eingebracht werden. Continuous Integration ist etwas, womit man im Prinzip, wenn ein Feature fertiggestellt ist, es auch direkt live stellt. Im Gegensatz zu eher traditioneller Softwareentwicklung, wo man häufig eben längere Release-Zyklen hat. Man kennt das bei Produkten, die halt irgendwie Versionen 1, 2, 3 haben. Und da muss man erstmal ein halbes Jahr warten, bis irgendwie die Bugfixes überhaupt dann ausgeliefert werden, obwohl da bereits nach, statt einem halben Jahr, eben bereits nach einem Monat wesentliche Aspekte vielleicht fertig waren. Ich habe hier mal eine Liste erstellt von den gängigsten Programmiersprachen, die momentan bei den größten Webseiten der Welt verwendet werden. Leider sind die Farben nicht angezeigt, wie ich sie gemacht habe. Und jede dieser Programmiersprachen existiert schon mindestens 20 Jahre. Aber eine hat eine Ausnahme diesbezüglich. Denn nur eine davon ist neu im Backend sozusagen, das, was auf dem Server läuft. Denn JavaScript ist erst 2009 von Joyvent, einer privaten Firma, die haben Node entwickelt. Und das ist eine Umgebung, die wiederum auf Googles Browser-Implementierung von einer JavaScript-Umgebung basiert und die sehr leichtgewichtig ist. Man kann in JavaScript schnell entwickeln, man kann relativ leicht eben Sachen umsetzen, anstatt wie zum Beispiel mit Java, wo ein relativ hoher Aufwand erstmal dahinter steckt, bis man ein Feature fertig implementiert hat. Und das ist dann auch häufig nicht unbedingt sehr performant. Als solches ist JavaScript unsere Wahl gewesen, dass wir eben schnell und leichtgewichtig damit entwickeln können. Es ist eine moderne Technik, die wiederum seit 2009 sehr rege entwickelt wird und viele Software im Open-Source-Bereich darauf aufsetzen, um da nicht zum tausendsten Mal das Rad weiter zu erfinden, neu zu erfinden. Hier haben wir zum Beispiel auch mal große Firmen, die alle auf Node umgestiegen sind. Yahoo zum Beispiel hat alles auf Node mittlerweile umgezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mittlerweile wirklich alles vollständig umgezogen haben, aber sie sind sonst noch immer dabei und können damit, seitdem sie das gemacht haben, die Webseiten wesentlich schneller ausliefern. Sie können weniger Hardware einsetzen, um das zu verwenden und die Softwareentwicklungszeit ist massiv reduziert, wie man auch im Prinzip bei den anderen Beispielen jeweils sieht. Gerade PayPal auch, eBay
setzt nur auf Node. Die sind auch noch ein Ticken moderner im Prinzip. Es ist nämlich jetzt so, dass es auch da noch eine Abspaltung gibt, IOJS, die bereits da aufspringen und mit dabei sind. Und das Interessante auch dabei ist, dass dieser Vergleich bei PayPal, dass man eine gleiche Applikation mit weniger Entwicklern, aber in der Hälfte der Zeit schreiben kann und dabei trotzdem noch einen Performance-Zugewinn hat. Wir haben als Haupttechnologien sozusagen diese drei, die ich hier aufgelistet habe. Das ist eben Node.js. Yahoo sagt dazu, biggest wins is speed and ease of development. Das ist, würde ich sagen, schon mal ein sehr essentieller Punkt für ein Startup. Dann Angular.js, von Google eben hauptsächlich entwickelt, automatisiert eine Menge von Standardaufgaben. Man muss nicht ständig irgendwie überlegen, okay, hier muss ich schon wieder 1000 Zeilen schreiben, um eigentlich nichts zu tun, sondern man hat einfach, ist bereits da und man muss nur noch eine Zeile dafür schreiben, um den gleichen Output zu haben. PostgreSQL ist ein Datenbanksystem, was nicht ganz so häufig eingesetzt wird, obwohl es ein sehr, sehr mächtiges Tool ist. Es ist vollständig Open Source und orientiert sich schon eher an Oracle im Prinzip. Gerade was auch die Möglichkeiten diesbezüglich anbelangt, was die Datenintegrität anbelangt, weil das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt andere moderne Datenbanksysteme wie zum Beispiel MongoDB und diese Datenbank hat durchaus auch schon mal die Problematik gehabt, dass da Daten flöten gegangen sind. Und das ist eben etwas, was ein absolutes No-Go ist. Man muss ganz klar da Sicherheit haben, man muss Geschwindigkeit haben und wir haben dazwischen einen ORM, das heißt, da sprechen wir nicht direkt mit der Datenbank, sondern wir kommunizieren über sogenannte Modelle mit der Datenbank, um eben eine Abstraktion auch da nochmal zu haben, was die Arbeit wesentlich erleichtert. Ja, dann haben wir noch eine Reihe an Standard-Tools, die man eben in der Softwareentwicklung so auch unter anderem einsetzt. Ich denke, ich muss nicht auf jeden dieser einzelnen Punkte eingehen. Viel interessanter ist es, glaube ich, was Thomas nämlich auch gleich erzählt, nämlich wie unsere Applikation wirklich am Laufen ist, was man damit machen kann. Und in dem Sinne übergebe ich hier auch gerade an Thomas. Ja, vielen Dank. Ich glaube, sozusagen die letzten paar Minuten haben mal gezeigt, dass bei Fintechs es eben auch diesen Tech-Teil gibt. Und insofern vielen Dank an Ruben, dass er mal diesen ganzen Tech-Teil vorgestellt hat. Mit Sicherheit ganz spannend für den einen oder anderen mal zu sehen, was denn sozusagen der Tech-Teil beim Fintech ist. Ich möchte um die beiden erstgenannten Dinge nochmal die Klammer schlagen. Jeder kennt in Deutschland die gesamten Vergleichsportale. Was wir schaffen, ist etwas, was ein Novum im deutschen, vielleicht sogar im europäischen Markt ist. Sowohl Interhyp als unser Vorbild, aber auch sag mal, Check24 zeigen Konditionen, ich gehe mal sozusagen Richtung Portal, zeigen Konditionen, die sind nicht risikoadjustiert und stellen im Regelfall Bandbreiten dar. Im Firmenkundengeschäft, sprich im kleinen Gewerbesegment, was Fintura sich annimmt, werden wir erstmalig risikoadjustierte Just-in-Time-Konditionen zeigen, sprich ein Novum im deutschen Markt. Und das geht natürlich, insofern vielen Dank, auch unsere Bankpartner, natürlich nur mit den Banken, nicht gegen die Banken. Insofern sind wir ganz klar positioniert, gemeinsam mit unseren Bankpartnern. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen euch jetzt mal direkt live im System. So, das sieht jetzt fast noch so aus wie bei jeder anderen Vergleichsplattform auch. Unternehmer hat die Möglichkeit, sich hier über diesen kurzen Vergleichsrechner mal anzeigen zu lassen. Was heißt denn das eigentlich, wenn ich wieder 75.000 Euro für meine Maschine aufnehmen muss? Dann kann er hier so ein bisschen spielen, relativ easy, relativ einfach. Und bei den Unternehmern in Deutschland ist es häufig so, wenn sie mit ihrem Schreinermeister um die Ecke sprechen, er ist natürlich der Typ mit der besten Bonität. Ja? Aber wenn sie wirklich reingucken, ist es das natürlich nicht. Und hier haben wir so ein kleines Feature eingebaut, Selbst-Education für die Unternehmer. Das heißt, er kann hier selbst mal ein bisschen schauen, in welcher Bonität würde ich mich denn einreihen. Jetzt nimmt er nicht die Top-Bonität, aber auch nicht die schlechteste Bonität. Das heißt, er wählt sowas in der Mitte aus und kriegt dann ein Gefühl, wie sich auch möglicherweise schon so ein Zinssatz verändert. Wenn er das Ganze dann machen will, geht er auf kostenlos vergleichen, registriert sich bei uns im Portal. Wir dürfen immer nicht vergessen, wir verlangen vom Unternehmer das Heiligste, was er hat, nämlich seine Finanzdaten. Das heißt, wir haben ähnlich wie auch bei Creditec, jeder kennt vielleicht den Presseartikel, der im Moment durch die Presse lief, die Aufgabe, auch mit unserer Technologie letztlich ein Sicherheitsenvironment zu schaffen, wo der Unternehmer darauf vertraut, dass wir anständig mit seinen Daten umgehen.
So, was haben wir gemacht? Wir haben euch jetzt mal eins vorbereitet hier, kann auch jeder letztlich dann selbst nochmal nachspielen. Der Unternehmer muss letztendlich hier vier Elemente eingeben, nämlich ein bisschen Unternehmensprofil, damit wir wissen, wer das ist, wer vertritt die Company, welche Finanzierungsvorhaben will er mit uns, beziehungsweise will er machen und dann kann er hier relativ einfach durchlaufen. So, wir haben die Mustergesellschaft hier angelegt. Und man kann das hier sehr schön sehen. Der Unternehmer gibt ein paar wenige Daten zu sich und seinem Unternehmen ein, hat dann hier die Möglichkeit, was zur Unternehmensgröße zu sagen. Wir brauchen immer ein paar Branchenangaben, weil natürlich die Banken aufs Branchenrisiko abstellen. Bankverbindung, damit man die ganzen Daten wie Kontoscoring und so weiter mit nutzen kann bei den Banken. Dann gibt er hier ein, welche Funktion er im Unternehmen hat, also ein paar persönliche Angaben. Geht dann aufs Finanzierungsvorhaben. Hier kann er letztlich die Finanzierungsstruktur eingeben, bestätigt das Ganze und ich sag mal, je nachdem, wie fit er ist, ist er da in 10, 15 Minuten durch, kriegt dann hier die Information, dass seine Bonität ermittelt wird. Das geht innerhalb von 15 Minuten im Moment, später just in time. Sieht dann hier seine Übersicht, wo er das Produkt auswählen kann, relativ einfach und übersichtlich gehalten und kriegt dann auf eine relativ einfache Art und Weise, wie gesagt, erstmalig in Deutschland, Bankpartner angezeigt, die letztlich hier bereit sind, auf das Risiko, was er gemäß Scoring hat, entsprechend eine Finanzierung zu stellen. Wir sehen hier exemplarisch, aber an einem Live-Fall eben, dass zum Beispiel diese drei Banken hier mitbieten würden. Man sieht auf der linken Seite die risikoadjustierte Kondition, die monatliche Rate, Zinsen gesamt und sozusagen seine Finanzierungsrate in der Summe. Dann auf weiter und kommt dann relativ schnell in einen Prozess rein, wo er seine private Selbstauskunft ausfüllen muss. Hat hier im Dokumentenmanagementsystem die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen, wird er im Prozess durchgeführt, schickt die Finanzierungsanfrage ab. Wir machen einen Pre-Check. Die Bank kriegt das vollständig vorgeprüft, aufbereitet auf den Tisch. Wir sind hier im nicht, also wir sind sozusagen hier nicht im Bereich, wo wir eine KWG-Zulassung brauchen, weil wir als reiner Vermittler auftreten. Dennoch für die Bank sensationell interessant, weil einfach Prozesskosten in der Bank nach unten gefahren werden können, weil man hier vorgeprüftes gewerbliches Kreditgeschäft auf den Tisch kriegt. Ich glaube, die Zahlen, was den Markt angeht, hat unser Vorredner schon gesagt, 3,6 Millionen Companies in Deutschland, etwa 80-90% davon in unserem Zielsegment, die sich so einem Portal bedienen können für ihre nächste gewerbliche Finanzierung. Insofern glauben wir, dass wir hier einen richtigen Nutzen für den deutschen Markt im Bereich der kleinen und selbstständigen Unternehmen leisten können. Ja, vielen Dank soweit. Fragen? Hallo. Überprüft nachher die Bank nochmal die Dokumente und ändert vielleicht auch die Bonität? Weil als Unternehmer würde ich ja sagen, ich bin A. Absolut. Also die Bank hat am Ende die Pflicht, sozusagen das durch ihre eigenen Risikosysteme natürlich nochmal prüfen zu lassen. Und die schauen sich auch die Dokumente im Zweifel im Original an. Das ist zumindest ein Status jetzt. Dazu ist sie verpflichtet, die Bank, gemäß KWG und BaFin-Regularien. Aber in dem Moment, wo man miteinander lernt und wir eine ziemlich gute Vorprüfung haben, desto stärker können Sie sich darauf verlassen. Das heißt, der interne Prozess verschlankt sich nochmal deutlich. Und in der weiteren Ausbaustufe, da hat Gernot, glaube ich, bislang noch nicht viel dazu gesagt, ist es natürlich angedacht, in die Risk Engine oder in die Decision Engine der Bank direkt reinzugehen, die Daten einzuspielen und nicht, dass wir sozusagen dann den Algorithmus der Decision Engine rausziehen würden, aber wir kriegen letztlich den Preis und die Konditionen auf das Risiko direkt von der Bank zurück. Ähnlich wie man das sozusagen heute auch bei einem Check24 kennt, die direkt hinten reinfahren, die Decision Engine und dann auch einen Preis rausholen, nachgelagert, so ähnlich wird das auch dann nicht bei uns funktionieren. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend, also es ist nicht so, dass die Preisbildung stattfindet auf Basis der Selbsteinschätzung, wie vielleicht eben der Eindruck entstanden sein mag, sondern der Preisvergleich findet statt auf Basis des Kreditreformscores des jeweiligen Unternehmens. Und im zweiten Schritt dann eben, wie Thomas eben schon erzählt hat, durch die Bank selber, durch das eigene Ratingsystem der Bank. Ich wollte mal ganz kurz auf den letzten Teil von deiner Präsentation eingehen. Nur, dass ich das noch mal ein bisschen besser verstehe, wenn ich jetzt als Mittelständler auf Ventura gehe und mir jetzt irgendwie so einen Kredit jetzt irgendwie raussuche,
dann ist ja, sage ich mal, bei der eigentlichen Auswahl des Kredits die eigentlichen Banken erstmal so ein bisschen raus, weil ich ja gar nicht direkt auf meine Hausbank oder auf irgendeine Bank direkt zugehe, sondern ich schaue mir jetzt verschiedene Banken an und da könnte jetzt auch eine ganz neue Bank dabei sein. Das heißt, die Bank wird dann mehr oder weniger der Mittler, das heißt, die geben dann noch den Kredit raus, die haben eigentlich dann fast gar nicht mehr die Möglichkeit, mich ja direkt zu beraten. Aber das wird ja wahrscheinlich dann schon die Zukunft sein, dass ich ja dann zwischen verschiedenen Banken hin und her springe und dann vielleicht auch Banken eine Möglichkeit haben, mich als Kunden zu bekommen, auf die vielleicht sonst gar nicht aufmerksam geworden sind. Oder ist es für die Banken auch irgendwie eine gewisse Gefahr, dass sie da so ein bisschen raus sind von der ersten Vorauswahl? Ich glaube, auf diese Frage gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Wir glauben, dass in dem Bereich der Finanzierungen, die hier auf unserem Portal stattfinden, die der deutsche Mittelstand anfragt, die Finanzierung ein Commodity-Produkt ist. Das heißt, am Ende fragt der Unternehmer ein Stück Finanzierung an für die nächste Investition und der investiert alle 3-4 Jahre. Insofern ist es erstmal eine Chance, über Preistransparenz ein Commodity zu kriegen, ohne zwingend seine Hausbank wechseln zu müssen. Das ist ganz wichtig, der Unternehmer hat überall seinen Briefkopf und seine Footer mit Bankverbindung und so weiter stehen. Aber warum soll ich für den nächsten Transporter meiner Metzgerei irgendwie jetzt nicht einfach das Stück Commodity-Finanzierung über so ein Portal mir holen? Ja, tun wir im Privatbereich ja auch. Insofern wird es für die Unternehmer der einfachere Weg sein, zu sagen, ich nehme das Stück Finanzierung. Für die Banken hat es auch einen erheblichen Vorteil, weil am Ende sind teilweise die Credit-Exposures, wer aus der Bank kommt, der weiß das, bei bestimmten Mittelständlern so dicht, dass man sagt, ganz ehrlich, ich bin froh, dass der woanders versucht, nochmal ein Stück Finanzierung zu kriegen und mein Risikoappetit als Bank ich nicht weiter strapazieren muss. Ja? Insofern, das wären mal zwei Aspekte. Gernot, magst du vielleicht noch ein, zwei Aspekte ergänzen? Ja, wir sagen immer, die Value Proposition, die wir haben gegenüber der Bank, ist zum einen, dass wir die Prozesskosten reduzieren. Zum zweiten, wie Thomas eben gesagt hat, dass wir eine Risikodiversifikationsmöglichkeit anbieten und zum dritten, dass wir Zusatzgeschäft, an das die Bank normalerweise nicht rankommen würde, anbieten. Dass die Bank natürlich da in gewisser Hinsicht eine gewisse Kundenbeziehung aufgibt, ist klar, aber ich glaube auch die Bank versteht, dass es sowas wie uns geben wird. Also wenn wir nicht da sind, dann wird es jemand anders machen. Also es geht kein Weg um sowas wie uns vorbei, das wird es einfach geben. Und es wird es auch geben, dass die Bank einen Teil dieser Kundenbeziehung verliert. Das haben die Banken aber auch verstanden. Ja. Das wollte ich einfach nur mal wissen, weil ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, dass sie einfach erkennen, sie können da ein neues Zusatzgeschäft generieren und dass sie vielleicht sonst nicht rankommen würden. Der Markt ist sehr stabil im Augenblick. Der Markt ist sehr stark in Hand der Volksbanken und Sparkassen. Für die Großbanken ist das die Chance, in diesen Markt reinzugehen. Für die innovativen regionalen Banken ist es die Chance, ihre lokale Dominanz auszubauen und wenn sie Interesse haben, wir beobachten das mittlerweile im Hypothekengeschäft, auch überregional entgegen der eigenen Regeln vielleicht ein bisschen tätig zu werden. Also ich glaube, nach Ventura wird sich da so ein bisschen was ändern. Und es wird wie immer sein, es geht nicht gegen die Banken, sondern es wird so sein, die erfolgreichen Banken werden gewinnen und die weniger innovativen Banken werden verlieren. Dankeschön. Hallo. Nach den Anti-Geldwäsche-Vorschriften muss ich als Bank meinen Endkunden kennen. Ich muss wissen, wer das ist, neue Client. Woher weiß ich das über so eine Plattform, ob der Kunde wirklich der ist, der vorgibt, nicht irgendein afrikanischer Diktator oder was weiß ich was? Also im Augenblick möchten die Banken den Kunden tatsächlich noch einmal individuell sehen. In Zukunft bietet sich natürlich auch eine Legitimation über die entsprechenden Legitimationsmöglichkeiten, die man jetzt hat im Internet an. Ja. Ich habe eine Frage zur Refinanzierungsseite. Planen Sie sich auch an sowas wie Crowdlending-Plattformen dran zu hängen oder bleiben Sie ein reiner Vertriebskanal für Banken? Im Augenblick, und so ist unser Business Design aufgebaut, sind wir nicht ein Vertriebskanal nur für die Banken, sondern wir sehen uns eigentlich als Kundenvertreter, der den Kunden empowert und ihm eine gewisse Verhandlungsfreiheit gegenüber den Banken einräumt. Wir sehen uns im Augenblick überhaupt nicht im Crowdlending-Bereich.
Dankeschön. Vielen Dank.